Oha, wie wird das ausgegangen sein? Bist du okay? Kannst du mich hören? Ja. Damals bin ich fast ohne Kratzer davongekommen. Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Kannst du aufstehen? Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Mach dir keine Gedanken, sorg dich jetzt nur um dich. Kannst du dich bewegen? Ich versuch's. Okay, er hat sich bewegt. Wie steht's damit? Ganz langsam, eins nach dem anderen. Hallo? Hallo? Ich weiß. Hey, wer bist du? Hallo? Hallo? Ach! Okay, ich wusste jetzt nicht, wer das ist. Ah! Das Blumenmädchen! Alles okay? Das ist eine Kirche in den Slums von Sektor 5. Du fielst plötzlich runter und hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ich bin abgestürzt. Das Dach und das Blumenbeet haben deinen Sturz wohl gebremst. Du hast Glück gehabt. Ah, ja gut. Warum denn auch nicht? Aber der Lichtschirm ist nun toll vorgerendert. Blumenbeet, oh, deins? Nun ja, tut mir leid. Ist nicht schlimm, die Blumen sind sehr widerstandsfähig. Das ist ein Sonderort hier. Es heißt, dass in Midgar weder Gras noch Blumen wachsen, aber aus irgendeinem Grund blühen sie hier. Ja, Mensch, das ist eine Kirche, ein heiliger Ort. Ich liebe diesen Ort. Ja, da kümmert sie sich erstmal schön um die Blumen. Ach so, können wir uns schon... Mensch, sagt mir das doch, dass ich hier schon interagieren kann. So treffen wir uns also wieder. Erinnerst du dich, nicht an mich? Ach so, doch, ja, warte, ich erinnere mich, ja. Ja, ich weiß noch, du hast Blumen verkauft, oder? Du bist die Säuferin aus den Slums, nein, um Gottes Willen. Oh, du erinnerst dich an, mich. Danke, dass du die Blume gekauft hast. Sag mal, hast du irgendwelche Materia? Ja, schon. Heutzutage findet man überall Materia. Aber meines ist was Besonderes, taugt zu absolut nichts. Nun. Ach so, meine taugt zu absolut nichts. Taugt zu nichts? Du weißt wohl nur nicht, wie man sie benutzt. Doch, ich weiß es, sie wirkt einfach nicht. Ich fühle mich aber mit ihr sicher, sie gehörte meiner Mutter. Ich würde gerne ein bisschen reden. Fühlst du dich schon fit genug? Schließlich haben wir uns wieder getroffen. Ja, von mir aus, von mir aus. Warte mal kurz, ich muss nach meinen Blumen sehen. Bin gleich wieder da. Und läuft trotzdem selber übers Blumenbeet. Jawollstens! Genau so macht man das. Ach ja, der Pixelbrei von damals. Ich bin gespannt, wie das Remake wird. Das soll ja eigentlich eine ganz andere Story bekommen, aber selbst das muss ich let's playen. Und da hat sich nämlich jemand schon mal gemeldet, dass ich das bei ihr spielen soll und aufnehmen soll. Da meinte ich, gut, dann müssen wir irgendwie ein Let's Play draus machen zusammen. Nun gut, sie kümmert sich auf jeden Fall so, ja, sie kümmert sich auf jeden Fall darum, was von gedanklichen Hänger ich jetzt auch hatte. Aber wie dem auch sei. Einen Moment noch. Oh. Da fällt mir was ein. Ich bin irritiert.
Wir haben uns doch gar nicht bekannt gemacht. Ich heiße... Ach, das ist Aeris. Wir nennen sie Aeris. Warte mal. Aeris nennen wir... Wir nennen sie... Na, wie könnte es anders sein? Ne? Wer meine Namensprioritäten kennt, der weiß, dass das ein schöner Name ist. Also Jasmin. Ich bin Jasmin, das Blumenmädchen. Freut mich. Mein Name ist Francine. Weißt du zu? Ich bin ein Mann für alle Fälle, könnte man so sagen. Oh, ein Mann für alle Fälle? Warte mal, da läuft doch gerade jemand. Ja, ich tue alles, was erledigt werden muss. Was ist so lustig? Worüber lachst du? Ach, Entschuldigung, es war nur... ja, es war nur... Hm? Hast du... Ach, was für ein schlechtes Timing. Wieso, wer ist das? Benzin, nicht beachten. Hä? Ich verstehe gar nichts. Aber okay. Gut, warte mal. Francine nicht beachten, okay. Sag mal, Francine, machst du auch Leibwächter? Du übernimmst doch jeden Job, oder? Ja, stimmt. Dann hilf mir hier weg, bring mich nach Hause. Oh, mach ich, aber es wird dich einiges kosten. Also, mal sehen. Wie wär's, wenn ich einmal mit dir ausgehe? Ja, warte mal. Warte mal, nie. Oh. Ich kenne dich nicht, aber... Du kennst mich nicht? Ich kenne dich. Und ob ich dich kenne? Ey, die Musik. Diese Uniform. Hey Schwester, was ist denn das für einer? Sei still, du Shinra-Spion. Reno, sollen wir ihn umlegen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Keine Kämpfe, ihr zertrampelt die Blumen. Oh ja, die Blumen, hm? Dann wird sie nämlich arg zornig und dann holt sie die Dornenrosen raus und alle werden zerkratzt. Der Ausgang ist da hinten. Okay, wir flüchten. Jetzt zertrampel nicht die Blumen. Das waren Marco-Augen. Ganz bestimmt. Okay, an die Arbeit. Beeilt euch. Und tretet nicht auf die Blumen, ne? Hey, Reno, du bist gerade draufgetreten. Sind alle hinüber. Dafür wirst du, ne? Ja, das ging zu schnell. Gut. Wir sind jetzt hier also irgendwohin geflohen. Ach, wir... Ach so. Kann ich da... Das würde mich mal interessieren, ob ich hier die Leiter irgendwie runterklettern kann. Nee, da komme ich irgendwie nicht dran. Ach so, ich kann nur hier rüberspringen wieder. Ah ja, weil ich doch hier raus geflohen bin. Ja. Hier kann ich aber nicht runter. Also das heißt, es wird immer nur hier rüber gesprungen. Ja, okay, habe ich verstanden. So, und dann würde ich gerne wissen, ob ich hier... Nee, kann ich nicht. Schade. Gut, hier würde ich auch nicht nach draußen können. Also muss ich auch hier wieder rüberspringen. Da sind sie, dort drüben. Oh, nun. Francine, schau nur. Ich weiß, sieht nicht so aus, als würden sie Ruhe geben. Was sollen wir tun? Wir dürfen uns nicht erwischen, oder? Dann bleibt nur noch eins. Geronimo! Jasmin, hier entlang! Na komm, Jasmin, trau dich! No. In Ordnung, ich werde sie aufhalten. Ist gut, lass keinen durchkommen.
Sie darf dich entkommen. Angriff, los, auf sie! Na, Jasmin! Manche, wir haben sie getötet. Sie hätten eben keinen Widerstand leisten sollen. Oh oh. Francine, Hilfe! Verdammt! Was ist das? Jasmin! Halt! Nee. Lauf! Ich versuch's! Ah, warte mal, ich hab's geschnallt. Warte mal. So, jetzt haben wir hier oben nämlich erstmal ein kleines Duell. Aber ich denke, dass ich was mit den Fässern anstellen muss. So, gut, dann wollen wir mal hier durchweg angreifen. Die sollten eigentlich nicht so schwer sein. Bei 4 Schaden ist das nun auch nicht wirklich so die, ja, ne, die Herausforderung. Aber schönes Setting. Angriff, genau, auf diesen Gegner, auch wenn ich nicht weiß, wie der heißt. Aber ist egal, die brauchen keine Namen, es sind einfach Gegner. Es sind wirklich einfach Gegner. Irgendwo wird es bestimmt dafür Namen geben. Weiß ich nicht, gibt es davon ein offizielles Lösungsbuch? Nun gut, wir haben auf jeden Fall das schon mal gemeistert. Ein paar EP bekommen, einen Trank auch noch dazu eingesackt. So, hier ist ein Fass. Wenn ich es hinunterstoßen könnte. Na! Francine, Hilfe! Warte. Lauf! Die Alte, wir haben sie! Oh, nun. Achso, jetzt sind wir in der Rolle von Jasmin. Sehr schön. Was hat sie denn anzubieten? Ach, sie ist wahrscheinlich... Ah, ich wollte gerade sagen, sowas wie eine Magierin, aber anscheinend nicht. Aber hey, sieht ganz gut aus. Also, ne? Gut, dann wollen wir mal wieder die Standardangriffe durchführen. Wow, wir haben ihn erledigt. Gut gemacht, Jasmin. Danke. Jasmin, Stufe 6 ist sie. Bekommt erstmal trotzdem keine Objekte. Puh, böse Überraschung. Ja, ich muss jetzt... Ja, die Sache ist nur... Ich kann das doch nicht runterstoßen, ne? Na, anscheinend geht das nicht. Nee, ich muss anscheinend... Francine, Hilfe! Lauf. Ja, ich versuch's. Ja, und dann solltest du mal springen. Das wäre natürlich auch sehr hilfreich. Na, siehst du, Jasmin. Geht doch. Und wie sie das auf einmal geschafft hat. Jasmin, hier entlang. Ja gut, wir hätten jetzt noch EP mit einsacken können. Aber gut, sei es drum. Können wir hier zur Seite irgendwie noch? Nee. Okay, gut. Wir müssen dann wohl hier rüber irgendwie. Aber hey, die actiongeladene Musik, die hat schon was. Achso, wir kommen da einfach so raus. Ah! Wie auch immer man da in der Luft stehen kann. Oh, nun. Puh, die suchen mich ja schon wieder. Soll das heißen, sie sind nicht zum ersten Mal hinter dir her? Das waren Turks. Hm? Die Turks sind ein Verband innerhalb von Shinra. Sie suchen mögliche Kandidaten für Soldier. Die suchen nur? So brutal, wie die rangehen, dachte ich, die entführen uns. Nebenbei sind sie in eine Menge schmutziger Geschäfte verwickelt. Ach, Mord, was man sich nur... Mord und... Achso, Spionage, was man sich halt nur vorstellen kann. Ja, so sehen sie auch aus. Aber warum sind sie hinter dir her? Es muss doch einen Grund haben. Nein, eigentlich nicht. Sie glauben wohl einfach, ich hätte das Zeug dazu, Soldier zu werden. Na, vielleicht stimmt das sogar. Möchtest du beitreten? Ich weiß nicht, aber diesen Leuten will ich ganz bestimmt nicht in die Hände fallen. Ja, da hast du natürlich recht. Also dann lass uns gehen. Oder gehen wir. Hüpf und hüpf. Wow. Okay. Wie dem auch sei. Achso, das ist... Ah ja, doch, das ist in unseren Händen. Schön, wie man das hier so sieht mit dem... mit der obersten Ebene. Warte, ich hab gesagt, du sollst warten.
Ah ja, sie ist da ein bisschen langsamer. Ja, komm, hüpf. Mit ein bisschen Schmackes schaffst du das. Sehr gut. Puh, uch. Nicht so schnell, so warte doch. Komisch. Ich dachte, du wärst genau die Richtige für Soldier. Oh, du bist wirklich schlimm. Naja, nun. Du, Francine, warst du mal ein Soldier? Früher mal. Wie kommst du darauf? Deine Augen, sie haben einen eigenartigen Glanz. Das ist das Zeichen derer, denen Marco eingeflößt wurde. Yay, Tate's Gaming ist bei uns. Bei Marco, versteht ihr? Ach Gott, die Zeichen eines Soldiers. Aber wie konntest du das wissen? Ach, nur so. Nur so? Ja, nur so. Komm schon, lass uns gehen, Herr Leibwächter. Okay, na dann komm mal mit. Wir müssen wahrscheinlich doch in die Richtung. Ja, das sieht doch schon mal sehr passend aus. Oh, was ist das für ein Country-Typ? Oder dürfen die uns nicht sehen? Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Puh, endlich geschafft. Und jetzt? Ja, wir sollten vielleicht in die Richtung. Mein Haus ist da drüben. Beeil dich, bevor er kommt. Okay, mache ich. Ja, ich renne doch schon. Ich eile. Und trotzdem haben wir einen Random-Kampf dazu. Na gut, wie dem auch sei. Ich denke mal, dass der ein bisschen gefährlicher aussieht. Aber hey, die Jasmin vom Outfit ist es sehr... Ja, von dieser Kleidung her passt sehr gut. Erinnert mich auch ein bisschen an die aus Aladdin. Naja, nur so ein kleines bisschen aufgrund des Kleides. Aber ist cool geworden. Das muss man so schon mal sagen. Gut, hier werden wir mal weiterhin mit den Autoattacken draufgehen. So viel Sinn hat das jetzt nicht mehr. Auch wenn ich volle 81 MP habe. Aber da ist er schon erledigt. Also von daher 47 Schaden, wow. Und dann ist er auch schon down. Wobei das Schwert ganz cool aussieht von der Farbgebung, ne? Das hat schon nette Farbdetails für diese Zeit. Obwohl, nee, das ist ja die überarbeitete Fassung schon. Ich spiele ja nicht mal Original-Grafikmodus, ne? Aber okay, sei es drum. Trank haben wir noch an uns genommen. Hier haben wir ein Fragezeichen. Na gut, ja. Dann speichern wir hier nämlich erstmal ab. Und dann sage ich nämlich mal bis gleich. Denn dann kann ich nämlich erstmal überprüfen, ob die Aufnahme so gelungen ist, wie sie sein sollte. Ich speichere mal... Nee, das war der Sicherheitsspeicherer. Ich speichere hier ab. Ja, ich möchte wirklich speichern. Und da sind gerade ich und... Also Jasmin und ich unterwegs. Gut, ich sag da mal bis gleich.